Ja, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich nehme hier am Stück auf und die Festplatte ist beinahe voll. Eine Folge ist noch drin. Danach muss ich erstmal schneiden und rendern und die Folgen fertig machen, bevor ich weiter aufnehmen kann. Falls es euch interessiert, der Schwierigkeitsgrad. Also ich habe ja gesagt, das erinnert mich einerseits ein bisschen an Bloodborne. Auf jeden Fall sehr stark an Bloodborne. Und ein kleines bisschen an Sekiro. Der Schwierigkeitsgrad ist, finde ich allerdings, bis jetzt ziemlich fair. Also bei Souls-like sind ja viele Leute immer abgeschreckt wegen dem hohen Schwierigkeitsgrad, was vor allen Dingen bei Sekiro absolut verständlich ist. Sekiro ist wirklich, hat eine bitterböse, steile 85 Grad Lernkurve nach oben. Viele haben aufgegeben, ich war damals auch kurz davor. Johnny hat es aufgegeben tatsächlich. Der hat es nicht durchgespielt. Der hat nach dem ersten oder nach dem zweiten Boss aufgegeben. Und ja, viele halt andere auch. Und das ist ein bisschen schade, weil das ist ein super geiles Spiel. Wenn man irgendwann mal die Technik raus hat, wie das alles funktioniert, dann ist es wirklich, wirklich richtig cool. Aber das hier, muss ich sagen, ist fordernd. Aber es ist gut zu bewältigen. Also für Souls-like auf jeden Fall sehr fair bis jetzt. Leute, die sich davon abschrecken lassen, von der hohen Schwierigkeit, die könnten hier mit eigentlich ganz gut zurechtkommen. So, jetzt gucken wir mal, ob der Dicke auch wieder da ist. Wahrscheinlich schon. Nee. Oh Gott sei Dank. Die sind wirklich ein bisschen ätzend. Jetzt muss ich mal gucken. Hier waren überall in den Ecken Gegner. Ja, nicht schnell genug geblockt. So, hier war noch irgendwie dieser. Ja, genau. Den ziehen wir mal schön ran. Der ist mir jetzt ein bisschen zu doof. Blöder Camper da. So. Ja, sowas ist echt schön fies, ne? Schön fies. Ein scharfes Rohr. Was kann das? Ein scharfkantiges Rohr, das geworfen werden kann. Es durchdringt den Feind und fügt ihm durchbohrenden Schaden zu. Manche Wurfwaffen haben allein schon eine große Zerstörungskraft. In Verbindung mit der Kraft der Puppen bedarf es keiner weiteren Worte. Oh, da können wir nochmal rüber balancieren. Mal schauen. Nach unten gehen. Oder da lang gehen. Schwer. Schwere Entscheidung. Da lohnt sich's nicht. Hier jetzt mal ganz vorsichtig. Wir wollen nicht fallen. Elektroblitz-Schleifmittel. Ach ja, genau. Da kriegen wir Elektroblitz-Affinität für unsere Waffe. Ganz spannend. Gehen wir erstmal nach oben. Immer schön nach oben. Wieso stehen die alle so? Okay, da wirft irgendeiner mit irgendwas nach uns. Du warst es nicht. Da oben ist er. Kriege ich dich hier runter? Nein. Okay. Reinigungsampulle, Attributsstatusleiden entfernen. Wir gehen erstmal gerade runter, weil nicht, dass es da jetzt weitergeht und hier verpassen wir jetzt irgendwas. Ach, okay. Ich muss die Leiter nehmen, alles klar. Was gibt's denn hier? Moment, erstmal gucken, ob hier noch irgendwas lauert. Vielleicht gibt's hier ja den Shortcut. Oder noch ein paar kopflose Puppen. Ja, von der Verbesserung der Waffe habe ich bis jetzt noch nicht so ganz so viel, ehrlich gesagt. Also. Aber immerhin haben wir den Shortcut aktiviert. Siehst du, war doch gut, dass wir runtergegangen sind.
Dann geht es jetzt wieder straight nach oben. In einem Affenzahn. Mal gucken. Jawohl, wir können auch schnell klettern. Super. Es sind die kleinen Dinge im Leben. Okay, jetzt möglichst nicht treffen lassen von den Typen. The best bookstore in Krat. Ja, war ja klar. Das war jetzt, glaube ich, pures Glück. Ich muss mir angewöhnen, mehr zu blocken. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz mega wichtig. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ich würde mich gerne rächen an denen, die mich da abwerfen. Ach, verdammt. So, da oben's. Die wird bestimmt noch aufstehen. Schon wieder gegen die Wand geschlagen hier. Huiuiui, okay. So, mal gucken, was uns hier erwartet. Aha, ein leichtes Opfer. Und wir haben sogar wieder eine Ampulle dazu gewonnen. Klasse, wir können uns wieder heilen. Ah, war ja klar. Was bist denn du? Ach nö, ach nö. Ach gut. Tschüss. Der Brief eines gefrorenen Mannes. Ey. Verdammt. Ich hab grad geguckt, was der Große da macht. Ah ja. Meine Louise, Charlotte, mein Schatz, ich kann nichts hören. Ich glaube, die Straßen sind bereits tot. Nur noch Stille. Vermutlich bin ich auch bald nur noch ein versteinerter Leichnam. Ich kann mich noch erinnern. Der Klang deiner Singstimme und der Anblick einer in Bilderbüchern vertieften Charlotte. Ich vermisse das alles. Das Beste, das ich zu Lebzeiten getan habe, war dich und Charlotte zum Schutz in die Kathedrale zu schicken. Ich wünschte, dieser Albtraum wäre endlich vorbei. Wenn du und das Kind doch nur zurückkommen könnten. Aber das ist jetzt wohl unmöglich. Ich liebe euch, Louise. Ich bete, dass ihr dort in Sicherheit seid. Jetzt gehen wir nochmal nach oben, weil da war noch ein Item, das hätte ich gerne. Ohne runterzufallen, aber dieser eine große Gegner, der macht mir ein bisschen Sorgen gerade. Wir haben nämlich wirklich gar nichts mehr zum Heilen. Und auch jetzt nur noch halben Lebensbalken. Kann ich den hier abwerfen von hier? Mal gucken. Mhm. Ja, wahrscheinlich ein bisschen weit weg, ne? Vielleicht geht das ja hinten mit sowas. Du! Haha! Ja, wo kam das denn her, ne? Hier, scharfes Rohr. Hier, ein Sägezahnrad. Nee, Moment, das war's nicht. Achso, hier. Ja, hier ist eine Wurfzelle.
Ja, der hält wirklich verdammt viel aus. Den machen wir auf jeden Fall aus der Ferne. Ja. So läuft das hier. Zack. Okay, völlig unnötig. Obwohl nicht beim ersten Mal, da kann man hier einen Sprungangriff runter machen. Egal, haben wir leider verpasst. Wieso renne ich jetzt so schnell? Okay. Und noch ein Trüchchen. Lebensamulett. Amulette. Ein Amulett, das an einer Puppe angebracht werden kann. Für die Bewegung nützliche Informationen und Erinnerungen können in das Symbol eingeprägt werden, um besondere Kräfte hervorzurufen. Schon das geringste Blinzeln reicht aus, um eine Puppe zu bewegen. Puppen haben kein Leben, aber es reicht, um sie zu bewegen. Erhöht maximale LP. Schöne Sache. So, jetzt renne ich wieder normal. Ich weiß nicht, was das eben war. Das sieht mir aus wie ein Stargazer. Oh, Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Den Abschnitt haben wir erfolgreicher überstanden. Und wir dürfen aufleveln. Ich muss jetzt ständig zurück in die Base. Ja, hilft wohl nix. Das hilft wohl nix. Was stand da gerade? Du kannst Musik auf den Schallplatten dir anhören, also auf dem Grammophon, um Menschlichkeit zu erhalten. Naja, wir spielen immer ein Pinocchio, das heißt, wir werden irgendwann ein richtiger Mensch. Das könnte natürlich sein. Ah, nee, Moment, haben wir nicht vielleicht noch ein Verbesserungsitem? Mal schauen. Ja, zeig mal her. Oh, wir haben nur einen von zwei. Okay, schade. Was macht die Katze? Mag die uns jetzt ein bisschen lieber? Nicht wirklich. Boah. Wer ist die Karte? Springen? Katze. So, okay. Ja, dann einmal aufleveln. Es wäre noch cool, wenn wir irgendwie unsere Ampullen noch erhöhen könnten, um ja, mehr Lebensitems zu haben. Entschlossen. Nee, ich wollte Vitalität erstmal ein bisschen erhöhen. Dann um 1. Ein Level-Up war möglich und jetzt geht's zurück. Okay. Im Haus auf dem Elysian Boulevard. Die Innenstadt von Krat wurde durch den Puppenwahn zum Todestrakt. Selbst heute noch gibt es eine beträchtliche Anzahl von Überlebenden, die still und leise hinter verschlossenen Türen, verhangenen Fenstern und in Kellern lebt. Und das heißt, wir sind wahrscheinlich schon an etlichen Überlebenden vorbei, ohne es zu wissen. Wie auch immer die hier überleben. Also ich meine, irgendwie muss man ja an Nahrung, an Wasser, auch mal an Medikamente und so weiter kommen. Man kann ja nicht immer nur drinnen bleiben. Irgendwie muss man Vorräte sammeln. Keine Ahnung, wie die das schaffen. Ich meine, hier sind wirklich viele, viele Puppen und die sind gnadenlos, erbarmungslos und unermüdlich auf der Jagd. Ah, okay. Why, hello! I didn't know anyone was alive out here. I know what you're thinking, but I'm not a burglar. I'm just crashing in an abandoned house for a while. Don't worry, I won't cause any trouble. We survivors need to look out for each other. For your information, I didn't steal this. Bestimmt nicht. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Geminis eiserner Schutz. Nahrung für die Grillenpuppe. Oh, okay. Wenn sie benutzt wird, wird beim Tod das Todesergo vorübergehend nicht fallen. Das ist gut. Okay, Notfallschutz. Ah, ja. Der Kopf eines Elektrospulenstocks und der Griff eines Elektrospulenstocks. Eine neue Waffe, die wir uns aber noch nicht leisten können. Ich guck mal, ob wir gerade Ergo haben.
100, 300. Das ist auch schön, dass da dran steht, wie viel das gibt, damit man nicht ausprobieren muss. So, auf gut Glück. Ja, ja, ist schon gut. Brauchst dich nicht entschuldigen. Harte Zeiten. Okay. Das heißt... Uiuiui, 77% ist natürlich wahrscheinlich leicht überladen. Obwohl, es geht eigentlich noch. Hm, das gefällt mir irgendwie. Vielleicht nehmen wir das jetzt erstmal. Mal sehen. Physischer Angriff 110 plus 24. Okay, Elektroblitzangriff. Wir können es ja mal bald benutzen. Wenn wir es nämlich das nächste Mal aufleveln. Ich will jetzt nicht schon wieder zurückreisen, Ladebildschirme ohne Ende hier. Wir werden es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, war ja klar, ne? War ja klar. So, nicht mein Freundchen. Sind ein paar viele hinter den Ecken hier, ehrlich gesagt. Das kann man mal machen, aber nicht dauerhaft. Oh. Selbst eine kleine Ablenkung wird fast bestraft. Vorne ist noch ein schönes Item, da würde ich gerne hin. The best butlers and maids. Omo Martina. Ach so, da werden wahrscheinlich Butlerpuppen verkauft oder wurden. Krieg ich dich? Ich krieg ihn nicht. Verdammt. Na komm her. Platzkopf da. Oh. Okay, der Reiseführer der Sehenswürdigkeiten von Grat Teil 2. Die Attraktion dieses Monats, die Alchemistenbrücke. Die Alchemistenbrücke ist die Brücke am Elysian Boulevard und der Hauptweg zum Rathaus von Grat. Das Zeichen der Alchemisten, der heilige Ouroboros, ist passenderweise in die Brücke eingraviert. Das zeigt nicht nur, dass die Alchemisten eine mächtige und privilegierte Klasse sind, sondern auch enorme Mengen an Geld in der ganzen Stadt gespendet haben. Dank der ausgeprägten Kultur der Philanthropie in Grat findet man Gebiete, die nach prominenten Persönlichkeiten benannt sind. Ganz nach dem Motto der Stadt, die Bürger sind die Eigentümer der Stadt. Mhm. Die bekannteste Attraktion ist die Rosa-Isabel-Straße. Sie ist nach der Kulturförderin Lady Isabel Monat benannt. Wenn man jedoch die Heirat der Dame mit dem Anführer der Alchemisten, Valentinus, bedenkt, dann fragt man sich, wer wirklich die Kontrolle über Grat hat. Die Vereinigung der alten Familien von Grat und der Organisation der Alchemisten wird in dieser symbolischen Darstellung ersichtlich. Da das gefürchtete Ouroboros-Zeichen auch auf der Mauer des Rathauses eingemeißelt ist, ist es offensichtlich, wem die Stadt Grat gehört. Bewertung 3 von 5. Ein guter Ort, um etwas über den Anfang, das Ende und das Wesen von Grat zu erfahren. Reporter Midoro, dieser Reiseführer wurde mit der Unterstützung der Firma Venigni erstellt, reflektiert jedoch eventuell nicht die Meinungen der Firma, die wahrscheinlich Angst hat vor Repressalien. Gut, da kommen wir nicht hoch. Aber immerhin haben wir wieder was zum Lesen gefunden, das ist doch auch was. Okay, da geht eine Leiter runter und da geht's... Schätze mal eine Sackgasse rein. Strange. Jeepers. Is that a butterfly? Why is the air so reacting like that? If you want to check it out, I can take point. Soll ich den töten? Ein dimensionaler Schmetterling. In manchen Teilen von Grat erscheint gelegentlich ein dimensionaler Schmetterling. Monats Lampe kann den Schmetterling aufspüren und leuchtet rot auf, um auf seinen Aufenthaltsort hinzuweisen.
Sobald man sich in der Nähe des versteckten Schmetterlings befindet, erscheint er. Nach gewisser Zeit verschwindet der Schmetterling in eine andere Dimension. Töte ihn, um nützliche Materialien zu erhalten. Also eigentlich wie die Kristallechsen in Dark Souls. Warnung, Versteinerungskrankheit, Quarantänezone, Betreten verboten! Ey, das geht immer von alleine weg, ich kann da nichts für. Jeder ist ein Patient oder Verrückter, sprechen Sie nicht mit ihnen. Ach so, nee, da, Moment. Das geht mir gerade zu schnell. Wir haben ja noch zwei andere Orte, hier geht's einmal runter. Und dort auch. Tja, wo sollen wir nur hin? Wo sollen wir nur hin? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang. Oh, das ist wieder so ein dicker. Oh. Hm? Hust, hust. Gleich zu dir. Moment. Prioritäten. Der Standard-Isolierungskonverter. Das ist wahrscheinlich gegen Elektroschaden. Wetten? Oha. Eigentlich alles besser. Ja, dann nehmen wir das doch mal. Etwas schwer. Ja, das ist nicht so gut. Da müssen wir das nächste Mal ein bisschen aufleveln. Ein bisschen das Gewicht erhöhen. Wo zum Teufel... Fehlt's mir, Murphy. Ah, hier. Jetzt gucken, dass hier nicht gerade eine Puppe um die Ecke kommt. Who is it? Is that you, Murphy? Oh, I guess not. Sorry, I thought you were my friend, Murphy. Murphy is a super cool police officer. As a puppet, even the petrification disease can't get him. I wish I was like him. You should leave, so you don't catch the disease from me. Also ich gehe mal davon aus, dass das Wort wörtlich zu nehmen ist. Versteinerungskrankheit. Die Leute werden versteinert. Das ist natürlich klasse. Die Puppen reichen noch nicht aus hier. If only we could play together like we, Murphy. Ich hoffe mal, dass das hier nicht Murphy ist. Aber ich befürchte es fast. Kann's nicht ausweichen, Quatsch. Die sind echt krass. War das Murphy? Oh. Vielleicht ist Murphy ja eine der wenigen Puppen, die nicht verrückt geworden ist. Vielleicht werden wir ihn ja irgendwo finden. Okay, vor denen ein bisschen in Acht nehmen hier. Oh, super. Oh, super, oh, super. Oh. Doppelt super. Oh Mann, ey. Die schöne arme Stadt. Kann ich da durch? Nö.
hier war auch noch was. Das ist keine dicke, ne? Keine dicke Puppe. Oh, Vorsicht. Besteckter Mondstein. Okay, sonst ist hier nicht. Hilfe. Komm, mach hinne. Dankeschön. Ach. Ein Sternfragment. Na, immerhin. Okay, das war alles. Hier ist sonst nichts Besonderes. Kein versteckter NPC, nicht irgendeine schöne Waffe, Kleidung. Nur so ein olles Sternfragment. Das hat sich, naja, bedingt gelohnt, würde ich sagen. Ganz bedingt. Ja, jetzt die Frage, okay, wir haben noch eine Heilampulle. Ich denke, wir machen noch weiter, ohne uns nochmal zu heilen. Beziehungsweise, wo war denn nochmal der Speicherpunkt? Der war jetzt, glaube ich, nicht... Ich denke, wir machen weiter. Allerdings in der nächsten Folge. Wie gesagt, die Festplatte ist jetzt beinahe voll. Ich möchte nicht, dass ich hier jetzt gleich aufnehme und die Festplatte ist schon voll und das wird nicht abgespeichert. Das wäre sehr ärgerlich. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Es macht unglaublich viel Spaß. Lies of Pi ist wirklich kein Fehlkauf. Bis jetzt kann ich es sehr, sehr, sehr empfehlen. Es sieht toll aus. Das Kampfsystem macht richtig Spaß. Die Welt ist sehr spannend und die Puppen sind schön gruselig. Ist wirklich eine sehr beklemmende, einzigartige Atmosphäre hier. Wirklich, wirklich toll gemacht. Ich kann es sehr empfehlen und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ich irgendetwas anders oder besser machen soll, wenn euch irgendetwas gestört hat oder vielleicht auch was euch gefallen hat. Ansonsten macht's gut und bis demnächst. Ciao!